wunderschönen guten Abend. Das ist irgendwie total schön. Ich hoffe, wir sehen uns jetzt wieder, nachdem wir uns so lange nicht gesehen haben. Vielleicht sind einige dabei, die regelmäßig auch in meine Kurse kommen. Ich bin Jessica Mentrup und ich bin hier im Meridian und ich habe ein ganz kleines Team, so wie sich das gehört, mit 2 Meter Abstand. Und die unterstützen mich ganz kräftig und ich freue mich, dass du dabei bist. Wir starten jetzt in ein paar Minuten mit dem Ballett-Workout. Für 30 Minuten, du brauchst ein Handtuch, vielleicht eine Matte oder eine dicke Decke, irgendetwas. Was du so dort in deinem Wohnzimmer vorfindest, kannst du jetzt benutzen. Wenn du Kommentare hast, Anmerkungen oder irgendetwas ist, was wir verändern können, dann gib uns bitte einen Kommentar. Einfach reinschreiben, ob es lauter sein soll, ob es leiser sein soll, ne? Ob ich zu viel rede, zu wenig, Spaß beiseite. Also einfach deine Kommentare rein und dann rocken wir jetzt das Workout. Los geht's mit Ballett-Workout. Ich freue mich total. Also, ich gehe mal kurz aus dem Bild, bin gleich wieder da und mache die Musik an. Ganz ehrlich, da wird man doch schon nostalgisch. Ne? So, wir stellen uns bitte hin. Füße in die erste Position, Fersen aneinander, Schultern zurück. Brustbein anheben und die Arme ganz rund. Sehr schön. Das gefällt mir. Atme ein, Arm auf Schulterhöhe. Schau nach rechts. Und schließen. Einatmen, Arm auf Schulterhöhe. Und schau nach rechts. Hey, hey,
wieder etwas schneller. Auf und ab. Letzte Wiederholung. Die Füße parallel und genau nebeneinander. Arme hoch, tipp auf den Boden. Tief. Und anziehen. Zweimal machen, langsam. Etwas schneller gekommen, tief und auf. So, wir sind schon mal im Boden. Ich weiß, ihr denkt, ich könnte gar nicht zählen. Zwei noch, komm! Letzte Wiederholung. Schaukel den Körper für den nächsten Mal.
Gut, wir nehmen den linken Fuß vor. Achtung, auf, ab und schließen. Zur Seite. Thank you.
Sehr schön. Die Füße zweimal auf den Boden tippen. Tief und hoch. Zweimal auf den Boden tippen und hoch. Wechselst du die Seite. Linken Fuß greifen, schau nach links. Und wenn du magst, greifst du beide Füße ausatmen, heben. Vielleicht über die Atmung etwas schaukeln.
zurück. Stell die Füße nacheinander auf. Strecke die Beine. Zurück zum Detox-Yoga.